Noch 3 Minuten. Bis dahin müssen wir es geschafft haben. Bis dahin müssen wir gewonnen haben. So, erst muss ich das Ding hier nehmen. Und sagen wir mal hier in der Mitte das Ding verwenden. Und da kommt er wieder. Das ist jetzt der letzte Kampf. Nein, Barry! Jetzt ganz schnell. Jetzt die Fronda weg von ihm. Oh, er kommt! Er kommt, er kommt, er kommt! Und er macht. Oh, er macht seine Rammattacke. Und die macht ganz besauer. Und der kommt verdammt schnell. Das war zu langsam. Weil ihr seht, stehen bleiben ist hier echt gefährlich. Der Dunkelheit lauert die Angst. Moment, eins gleich haben wir noch weglegen. So, ich hoffe mal, das wird jetzt auch reichen. Was wir da haben. So. Das kennen wir alles schon. Am besten möglichst in Bewegung bleiben, dass sonst kaum erwischen kann. Irgendwie schaffe ich nie den ersten Kampf gegen ihn, den zweiten aber schon. Okay, gut. Würde ich sagen, wollen wir. Hier kann ich leider nicht überspringen.
Okay, ich denke mal, ich bin mal ein bisschen ruhiger, weil dann kann ich mich besser konzentrieren. So. Nächster Versuch. Eins, zwei und weg. Oh fuck! Steh auf! Steh auf! Komm, schieß! Einfach nur draufballern, Chill. Einfach nur draufballern. Nein, da kommt er schon wieder. Ja. Wir hatten ein bisschen Schwächen vorher. Ah, aua. Schieß doch, Barry, schieß! Das ist mal. Stirb, du Drecksack! Nein! Ah. Gut, zweiter Versuch. Ah. Shit. Jetzt. Ja, er ist tot. Was für ein spannender Endkampf noch. Aber ein richtig geiles Projekt. Und es ist mein erstes abgeschlossenes Resident Evil Projekt. Und da bin ich echt stolz drauf. Dann auch diese herrliche Musik im Abspann. Ist das schön. Ja, was kann man groß resümiert in dem Spiel sagen? Eine ganze Menge. Der Horrorfaktor von dem Spiel ist wirklich unglaublich hoch. Die Grafik ist wirklich eine reine Augenweide, was ich gesehen habe. Die ganzen Charaktere und ihre Hintergrundinformationen, ihre ganze Story. Die Geschichte um Lisa, Wesker und dann Barry. Wie sie sich teils aufgeopfert haben, um uns zu retten, unsere Kameraden. Das ist echt. Geht einem schon sehr nah. Wie wir letzten Endes Tyrant nochmal so richtig heldenhaft in den Arsch getreten haben, sagen wir mal. Ja. Kann man schon sagen, es ist wirklich
hammermäßig tolles Spiel. Ich kann es nur empfehlen, eines der besten Resident Evil Spiele, das ich kenne bisher. Und diese Credits haben wir uns redlich verdient. Presented by Capcom. Jill, you did a fine job. Ja, wir haben einen guten Job gemacht. Knopf drücken. Okay, war jetzt vielleicht. Hätte ich vielleicht annehmen sollen stattdessen. Aber egal. Speichern wir mal ab hier. So, ja, und jetzt will ich euch noch was zeigen. Und zwar gibt es jetzt den Button noch einmal. Und ihr seht, hier kann man jetzt 1, 2, 3 Schwierigkeitsstufen auswählen. Leicht, fortgeschritten oder Profi. Ob ich das Spiel nochmal auf fortgeschritten spiele, weiß ich noch nicht so recht. Also ich will erstmal alle Resident Evil Teile durchbekommen. Also Let's Playen. Bevor ich zu den Spezialsachen komme. Und ich hoffe, das Projekt hat euch gut gefallen. Und wir sehen uns dann, glaube ich, beim Resident Evil Zero Projekt wieder. Das ist ja noch offen. Und ja, bei meinen ganzen anderen Projekten. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Und danke für euer Zuschauen. Euer Wacky Line.